Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu Endless Space. Und was ist passiert? Ja, die Sheridan sind alle weg und wir haben Krieg angefangen mit den Sophons. So, was haben wir hier? Sophon hat angefangen, unser System zu infiltrieren. Wir haben ein Expansionssieg in naher Zukunft und Sieg durch Überlegenheit. So, jetzt wollen wir mal kurz gucken, wo die hier hingeflogen sind. Ah, da unten. Dann schicken wir euch mal wieder hier hin. Oder kämpfen wir denn? Oh. Gut, das könnte eventuell auch nach hinten losgehen. Taktik, Taktik, Taktik. Wir machen die Taktik und stellen auf meine Erde, legen gleich los. Mit dem ersten großen Kampf. So, das sind die 20 Schiffe von den Sophons. Und wir haben 6 Schiffe. Wir haben 3 Schlachtschiffe, 3 Kreuzer und die haben 2 Giga 9 Scouter, Beschützer, noch ein Giga, Kilo, Kilo 10, Kilo 9. Oh, so, was geht denn jetzt hier? 3 Schiffe sind schon zerstört von den Zofons. Aber unsere 3 Schlachtschiffe laufen auch nicht so rund. Ich glaube, wir werden zukünftig dann nur noch Kreuzer herstellen. So, 6 Schiffe zerstört von den Sophons und wir verlieren gleich unser eines Schlachtschiff. So, Energieabsorption haben sie zweimal eingestellt. So, wir haben 2 Schiffe verloren. Das dritte kommt auch gleich. Er hat schon 12 Schiffe verloren. Obwohl er eine Stärke hatte von, ja, keine Ahnung, 8000, wir 4000. Aber wir haben die bessere Panzerung. So, wir haben unser drittes Schlachtschiff verloren. Wir kämpfen jetzt nur noch mit den Kreuzern. Und er hat noch 4 Schiffe. Ein Scouting-Schiff und 2 Gigaschiffe. Wir haben auch ein Kreuzer schon bereits verloren. Noch ein Kreuzer verloren. Oh oh, alle Kreuzer verloren. Ja, der Schluss hat's gebracht. Die Masse haben eine Niederlage erlitten. Aber wir haben ja noch 2 weitere Schiffe. Und er hat noch... So, dann schicken wir mal... Gut, machen wir mit denen auch einen Angriff. So, er hat dieses... Energieband gemacht. Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher. Verteidigung. Dann sabotieren wir ihn mal und gucken, was passiert. Und der nächste Angriff. Das geht ja schon gleich wieder richtig los. Mit Endless Space. Schlacht im System Karnes. So, er hat 14 Schiffe. Wir haben 7 Kreuzer. Halt, stopp. 6 Kreuzer, 1 Zerstörer. Und einen angeschlagenen Kreuzer. So, wollen wir mal gucken. Oh, jetzt nimmt er Waffenüberlegenheit, Angriff. Und wie schaut's aus? Oh, unser einer Kreuzer ist ganz schön runtergebrochen. Aber er hat auch schon 6 Schiffe verloren. Der nächste Kreuzer relativ weit unten. Er hat 7 Schiffe verloren. 5, 4, noch 4 Schiffe. Und spielen die gleiche Karte. Wir haben momentan noch unsere 7 Schiffe. Er hat noch ein Schiff. Okay. Gut, wir haben zwar ein bisschen eingesteckt, aber das soll uns ja nicht weiter stören.
So, haben wir gesiegt? Und hier Langstrecke Nahkampf. Okay, ja, dann. Ah, hier haben wir unsere Attack-Schiffe. Ja, was machen wir da für Schreck? Versuchen wir es mit Sabotage, dann Konter für Angriff und dann nochmal Konter für Angriff und gucken, was passiert. Und auf in den nächsten Kampf. Wir sind jetzt aber deutlich überlegen, obwohl er 5 Schiffe, gut, wir haben 4 Schiffe, aber wir haben natürlich unsere Attack-Schiffe mit dabei und 2 Kreuzer. So, wir kommen an. Und da sind wir auch schon. So, diesmal hat es geklappt. Er hat Verteidigung gespielt und wir haben die Sabotage ausgespielt. Und das Schiff fliegt gerade durch uns durch. Ja, der Innenraum ist sehr hohl. So, er hat bereits ein Schiff verloren. Wir haben bis jetzt kaum Verteidigung verloren. So, 3 Schiffe noch. Und jetzt beim nächsten Angriff müssten die eigentlich alle weg sein. So, er hat wieder die Energieabsorption gespielt. Aber das hat ihn nicht viel gebracht. Wir wurden nur minimal beschädigt. Also ein Sieg auf ganzer Strecke. So kann das immer sein. So, schauen wir dann gleich, wie es weitergeht, wenn der Bericht hier fertig geladen ist und 100%. So, jetzt ist die Frage, können wir uns noch hierhin bewegen? Ja. Und verteidigen wir das System. So, jetzt wollen wir noch mal gucken. Hexerfahren haben wir nicht. Haben wir gar nichts hiervon. Ah, so. Was haben wir hier oben? Du hast keine Bodentruppen mehr an Bord. Gut, dann müssen wir Bodentruppen holen. Haben wir hier Bodentruppen bei? Keine Ahnung, aber wir fliegen gleich mal hier hin, um unser System zu beschützen. Oh, und die sind natürlich ganz schön angeschlagen. Die müssen wir denn ein bisschen aufbauen. So, hier haben wir unser super Schlachtschiff. Das stellen wir mal fertig. Und hier haben wir auch ein super Schlachtschiff. Das stellen wir mal auch fertig. Und dann gucken wir gleich noch hier oben. Super Schlachtschiff. Dafür haben wir gerade keine Kohle mehr. Gut, gehen wir mal in die nächste Runde. Und gucken, was passiert. So, wir haben unseren Einflussbereich ein bisschen aufgebaut. Ich bewege mal die Schiffe. Forschung. Quantentierte Legierung. Neue Erkenntnisse über den Quantenzustand von Materialien haben zur Entwicklung von Metallen geführt, die von keiner bekannten elektromagnetischen oder Gravitationskraft beeinflusst werden können. So, was das bedeutet, keine Ahnung. Es hörte sich zumindest ganz gut an. So, jetzt wollen wir doch mal gucken, ob wir euch noch reparieren können. Ja. Und euch hier brauchen wir nicht. Wie viele Schiffe? Ach du heilige Kacke. Hat er jetzt aber auch alles hingeschickt, was er hatte. Ja, das lassen wir erstmal so. So, den erstellen wir mal. Die erstellen wir mal. So, wie viel braucht der? 4. Was war das? Ach, war nur ein kleiner. Gut, gehen wir mal auf Verteidigung hier. Hier gehen wir mal auch auf Verteidigung. Und den werden wir sowieso in der nächsten Runde. So, und hier verteidigen wir 3049 gegen. Oh, das ist ja auch so elendig stark. Reparieren geht nicht. Reparieren geht nicht.
Super, gut. Machen wir die nächste Runde, aber jetzt werden sie uns natürlich angreifen, oder? Nein. Zugende wird vorbereitet. So, da sind auch wieder ein paar Schiffe fertig. Jetzt sag mir nicht, er möchte hier, was haben wir hier? Super S, Attack, Attack. So, das schieben wir mal nach unten. Erstellen. Und hier erstellen. Halt. Erstellen. So, jetzt wollen wir mal gucken, dass wir... Die sind aber natürlich auch nicht besonders stark. Erstellen. Erstellen. Halt. Erstellen. So, 2 und 4 und 6. 1, 2, 3. Vereinen. Und du fliegst mal hier hin. Und er haut schon ab. So, was hat er denn hier für eine Stärke? Ah, er haut ganz ab. Auch gut. So, da haben wir noch einen Vierer. Den schicken wir mal hier hin. So, können wir dich jetzt reparieren hier? Ja, können wir. Und euch hier können wir auch reparieren. So, jetzt gucken wir mal kurz, was die Entwicklung hier macht. Okay. So, dann wird es Zeit, dass wir hier mal ein bisschen in die Richtung machen. 5 Züge. Nano-Reparatursysteme. Körper, KI, Arbeitskraft. Gut. So, jetzt gucken wir mal noch ganz kurz hier. 1, 2, 3, 4. Und wo geht's weiter mit der 5? Das ist 26. Das ist auch weiter hinten. Dann müssen es hier 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Gut, das kommt dann alles als nächstes. Brauchen wir nur 1 bis 2 Züge. So, wo sind wir da gelandet? Wir haben, sind in etwa gleich stark. Scout, 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 Scout. So, wir haben jetzt die Möglichkeit zwischen Sabotage oder Verteidigung. Halt, Verteidigung. Ja, spielen wir das. Gucken, was passiert, wenn er jetzt angreift. Dann haben wir Pech gehabt. So, geht's los mit dem nächsten Kampf. Schlacht im Soidan. So, wir kommen an. Nein, wir sind schon da. Die kommen an. 10 Schiffe gegen 4 Schiffe. Wir haben 2 Super S und 2 Kreuzer. Und sind jetzt da. Wir haben seine Karte gekontert. Er hat... Na, schon ein Schiff verloren, eins runtergeschossen. Das sollte relativ easy doch werden. Er hat natürlich auch einen Helden bei, aber es macht uns ja gar nichts. So, 3 Schiffe schon zerstört. Unser Kreuzer ein klein bisschen angeknackst. 5 Schiffe zerstört und die Energieoption, also mit der Sabotage, da liegen wir richtig gut. So, er hat noch 3 Schiffe. Wir sind noch hier mit dem Super S im grünen Bereich und hier im gelben Bereich. So. Und alle weg. Sieg. In Soidan. Das passt. Das macht Spaß. Gut, wollen wir mal gucken, wer uns noch angreift. So, das war ein Sieg. Wollten sie fliehen? Das gleiche nochmal. Sabotage, Sabotage, Sabotage. Und manuell. Und dann springen wir auch gleich in den Krieg. Laden. So, auch wieder im Soidan-System. Wir kommen an. Er hat 17 Schiffe gegen 4 Schiffe von mir. 2 Super S und 2 Kreuzer.
Die gleichen wie eben. Ein bisschen angeknackst, mal gucken. Vielleicht schaffen wir es ja alle vier durchzubringen. So muss das sein. So macht das Spaß. So. Unsere Sabotagekarte hat wieder gezogen. So, er hat schon ein Schiff verloren, zwei Schiffe, drei Schiffe, vier Schiffe verloren. Ja, so kann das immer gehen. Wir haben den Kreuzer, der hat jetzt die Wärme jetzt ein bisschen mehr bekommen, aber unsere Super S-Schiffe sind immer noch am Start. So, Mittelstreckenphase, das gleiche wieder, 7, 6, 8, 9, 12, keine Ahnung. 10 Schiffe schon verloren. Und unser Kreuzer könnte diese Runde nicht überleben. Ja, er hat noch zwei Schiff, ein Schiff, zwei Schiff. Und kriegen wir noch durch. Ein Schiff und weg ist er. Boah. So, er wählt den Rückzug in der letzten Runde, aber wenn man keine Schiffe hat, kann man auch keinen Rückzug machen. Ja, und wie heißt es auf dem Rummel? Einer geht noch, eine Runde. So muss das sein. Das macht Spaß. Das haut rein. Ja. Jetzt möchte ich doch mal ganz kurz gucken, bevor er mir hier nochmal auf den Sack geht. Wir können es natürlich nicht reparieren, weil wir kein Geld haben. Und was hat er? Er hat ja noch so viele hier. Mit, jetzt guckt euch mal den zweiten an, mit 22.000 Übernahmefähigkeiten. Meine Fresse. Was machen die hier? Das ist, glaube ich, nur ein Aufklärer. Ja. So, bevor wir jetzt da in die Runde gehen. Was haben wir hier? Wie viel kommt er hier an? Aber dann dürfte er bald eigentlich keine Schiffe mehr haben, mit so vielen, wie er hier angreift. So, jetzt wollte ich doch mal kurz gucken, ob wir nochmal ein Schiffchen anpassen können. Wir machen einfach mal ein neues. So, den nennen wir Invasions-S. So. Dann gucken wir mal. Wir brauchen ein Spezialmodul. Was braucht er denn? Hyperium 1, 2, nein. Was macht er denn? Stärke bei Landinvasion. Warum können wir denn da nicht, wir haben wieder keine so punktuell. Das bringt uns nichts. Können wir aber auch nur Invasion wechseln. Und hier viele und wechseln. Gut, dann Waffen und Defensiv. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hilfsmodule. AP-Bomben, Bomben. Halt, Orchidax haben wir nicht. Das haben wir auch nicht. Belagerung. Nochmal Belagerung. Was bringt er hier? Flottenschaden, Panzerung. Und was können wir mit Panzerung. Was haben wir hier? Zivil. Bauauswirkungen. Na, das brauchen wir nicht. Antrieb 3 für Schiff. Und was haben wir hier? Na, machen wir lieber das. So. Zack, zack, zack. Da haben wir das. So, was haben wir denn jetzt noch? Der kann mit 4097, der ist zwar jetzt nicht so mega stark, aber wir brauchen ja auch ein paar Invasionsdinger. So, gucken wir mal, ob wir das hier noch updaten können. Auto-Upgrade. Stopp. Zwischendurch gucken, was ich hier, ich natürlich nicht aufgepasst, was sich verändert. 910 zu 1680. Die Frage, warum okay, so Zerstörer
modifizieren. So, 404, 630. Da ging nichts. Das lassen wir auch mal so. Invasions, das kleine Invasionsschiff. 1740. 1704 und zu 560. Da gucken wir auch gleich hier nochmal rein. Auto-Upgrade. Machen wir den ein bisschen stärker. So, unser Schlachtschiff modifizieren wir auch. 352, 777, 352. Da können wir nichts upgraden. Super S modifizieren. So, 732, 1700. Guck mal, ist 4200. Und was bringt er uns das? 1755, 732. Wir werden ein bisschen stärker, aber verlieren wir hier. Naja, das könnte er mal gleich knicken hier. So, Attack Schiff 1540. Da können wir nichts machen. Bestätigen und Invasions S, den haben wir ja gerade. So, wo können wir denn so ein Invasionsschiff bauen? Hier oder auch nicht, weil wir haben kein Sidertin. Sidertin, warum haben wir jetzt kein Sidertin? Wo habe ich was übersehen? Imperium, da haben wir kein Sidertin. Wir haben auch kein Orchilax. Das ist ja schon wieder Kacke. Gut. Ja. Wir erstellen noch den Attacker. Schicken den noch hier hoch. Was haben wir hier noch drin? Halt. Was haben wir hier noch drin? Ah, sorry, sorry, sorry. So. Da haben wir nichts mehr drin, da haben wir nichts mehr drin. So, dann können wir hier nochmal gucken. Ah, der muss ja noch so viel aufholen. Bam, 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 bam. Da machen wir auch nichts. So, hier haben wir noch so Attack 760. Und, nee, das ist Deflektor, doch. Angriff 780. Wir machen jetzt einfach mal hier so ein paar Attack-Schiffe. So. Und hier machen wir auch ein paar. 1, 2, 3, 4, 5. So. Hier machen wir nichts. Gut, ja, würde ich sagen, bevor wir jetzt hier in die nächste Runde gehen, bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Ja, was war das für eine Folge? Wir haben mit den Sophons wieder ein bisschen gekämpft und ja, haben ein paar Schiffe verloren, so wie auch er. Ja, beim nächsten Mal geht es dann weiter mit dem Krieg. Und wir gucken mal. Es sind ja noch ein paar kräftige Schiffe da oder ein paar kräftige Flotten, die uns auf dem Weg oder auf unser System heizen will. Und wir schauen, wie es weitergeht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis dann. Euer Olli Lama und tschüss.